Dann reden wir weiter über die Rolle der USA in diesem Krieg. Und wir reden darüber, ob mit Xis Besuch tatsächlich die Chancen auf Frieden eher gestiegen oder gesunken sind. Wir greifen das aus, diskutieren das mit zwei Männern, die unterschiedlicher Meinung darüber sind. Ich freue mich sehr, dass der außenpolitische Experte und Oberst AD der außenpolitische Experte der CDU und Oberst AD der Bundeswehr, Roderich Kiesewetter, bei uns ist und der ehemalige Chef der SPD und der Linkspartei, Oskar Lafontaine. Wir haben gerade darüber gesprochen, deswegen auch an Sie beide die erste Frage. Wir sehen also Xi in Moskau. Haben Sie mehr Hoffnung oder mehr Furcht, wenn Sie auf diese Bilder blicken? Ich hoffe, dass China Einfluss auf Russland nimmt, um diesen Krieg zu beenden. Denn man muss ja wissen, welche Ziele man politisch anstrebt. Mhm. Erstens, das Morden der Ukraine muss so schnell wie möglich beendet werden. Das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, wir müssen verhindern, dass dieser Krieg auf ganz Europa überschwappt. Und das Dritte ist die dritte Welt und so weiter und so weiter. Also es wäre wirklich ein großer Fortschritt, wenn es gelingen würde, diesen Krieg zu beenden. Glauben Sie, das wird passieren, Herr Kiesewetter? Ich sehe es wirklich mit großer Sorge, weil China sich offen in eine Systemauseinandersetzung begibt und der ukrainische Präsident Selenskyj seit einem Jahr versucht, den chinesischen Präsidenten zu erreichen, mit ihm zu sprechen und keinerlei Signale von China für ein Gespräch mit Selenskyj ausgehen. China verfolgt ein sehr langfristiges Ziel, dessen müssen wir uns bewusst sein, wurde auch erst beim Parteitag wieder gesagt, nämlich die Vereinigung mit Taiwan. Das ist absehbar und wir sind jetzt in der Aufgabe, China zu zeigen, dass es andere Wege gibt in der Kooperation. Wir sind von Taiwan mindestens genauso abhängig wie von China. Das sollten wir nie vergessen, Halbleiter. Aber was uns bewusst sein muss, dass angesichts dieses furchtbaren Angriffskrieges mit Zehntausenden entführten Kindern der ukrainische Präsident keine Chance hat, mit dem chinesischen Präsidenten zu sprechen. Das zeigt eindeutig die Parteinahme auf Seiten Russlands. Es soll ja vielleicht ein Gespräch geben. Also Selenskyj wartet noch darauf. Vielleicht erfahren wir darüber ein bisschen mehr. Ich habe eine Frage, die man eigentlich mit Ja oder Nein beantworten könnte. Auch noch mal mit Blick auf diese Bilder. Haben Sie das Gefühl, Herr Lafontaine, diejenigen, die über das Ende dieses Krieges entscheiden, sind in Wahrheit eben nicht die Ukraine und Russland, sondern es ist Amerika und China? Ja. Nein. Wer entscheidet über das Ende des Krieges, Herr Kiesewetter? Das ukrainische Volk, wenn es ausreichend unterstützt wird. Herr Lafontaine sagte, die USA haben gar kein Interesse am Frieden. Warum sagen Sie das? Weil die USA das selbst sagt. Ich nehme die Äußerung der US-Politiker ernst und der Verteidigungsminister, ich nenne ihn immer Kriegsminister, der Kriegsminister der USA mit einem riesen Wehretat, dem größten in der ganzen Welt, sagt ja, wir wollen so lange kämpfen, bis Russland einen solchen Krieg nicht mehr führen kann. Also sie sagen, wir wollen einen langen Krieg und das nehme ich ernst. Mhm. Ich sehe das anders. Die Amerikaner haben überhaupt kein Interesse an einem langen Krieg. Deswegen unterstützen sie auch militärisch und zivil 10-mal mehr als alle Europäer zusammen, die Ukraine, weil sie wollen, dass die Europäer diese Sache regeln, um dann die Kraft zu haben, Japan, Südkorea, Australien in der systemischen Auseinandersetzung zu unterstützen, dass Taiwan nicht überfallen wird oder einverleibt wird. Und die Amerikaner haben überhaupt kein Interesse an einem langen Krieg. Wenn jemand ein Interesse an einem langen Krieg hat, dann ist das China, weil wir Europäer uns abnutzen und dann nicht in der Lage sind, auf eine Besetzung von Taiwan auch nur in irgendeiner Weise zu reagieren. Und das ist die Chance der Diplomatie übrigens mit China. Um noch mal tiefer in die Meinungsverschiedenheit zu geben, Sie sind ja ohnehin der Meinung, dass die USA und die NATO ursächlich verantwortlich sind für diesen Krieg in der Ukraine. Ich bin im Gegensatz zu denen, die sich in Deutschland am meisten äußern, der Meinung, dass Putin nicht der Alleinschuldige ist. Ich bin der Meinung, dass die USA ebenfalls eine Schuld tragen. Denn wir dürfen ja nicht beginnen am 24. Februar. Das ist lächerlich für mich. Wir müssen beginnen in den letzten Jahren. Wir hatten die Zusage an Gorbatschow, den ich ja persönlich noch kannte und den ich sehr schätze, dass eben die NATO nicht erweitert wird. Und NATO-Erweiterung heißt ja, US-Truppen und Militäreinrichtungen rücken immer näher an Russland. Das heißt, jetzt haben wir Militär-Raketenbasen in der Nähe von Russland. Das würden die USA niemals akzeptieren. Putin sagt ja, das sei das Messer an der Kehle. Ich habe früher in der Friedensbewegung gesagt, Raketen mit Flugzeiten
die so kurz sind, dass man nicht reagieren kann, ist das Messer am Hals. Mhm. Und kein Staat möchte das Messer am Hals. Also da tragen die USA die volle Verantwortung. Moment, wir sind noch nicht fertig. Nee, ich wollte nur, dass Sie mit Herrn Kiesewetter reden. Die Deutschen haben auch Verantwortung, weil Frau Merkel hat ja gesagt, wir haben Minsk, das Friedensabkommen, gar nicht ernst gemeint. Wir wollten also der Ukraine Zeit geben, aufzurüsten. Was ist das überhaupt für eine Politik, muss ich also sagen. Insofern kann man also nicht nur sagen, da gibt es einen Alleinschuldigen. Das ist wie in vielen Streitfällen. Da gibt es mehrere Schuldige und die USA sind natürlich eben auch sehr, sehr mitschuldig, weil es ist einfach unzulässig, Raketen an der Grenze einer Atommacht aufzustellen. Ich würde genauso reden, wenn die Russen das versuchen würden in Mexiko oder Kanada. Das geht einfach nicht. Das destabilisiert die Weltlage. Zwei Argumente. Wir bleiben erstmal bei den USA, bitte. Ja, gerne. Diese Raketen, die dort stationiert sind, sind Raketen, die gegen den Iran gerichtet sind, weil der Iran mittlerweile in der Lage ist, mit 3.500 Kilometer Reichweite EU- und NATO-Gebiet zu erreichen. Und die Amerikaner haben Transparenzregeln angeboten für Inspektionen. Die haben die Russen abgelehnt, weil die Amerikaner gesagt haben, wenn ihr bei uns reinguckt, wollen wir auch bei euch reinschauen. Das haben die Russen abgelehnt. Aber mir geht es jetzt nicht, wer hat Recht, wer hat Unrecht, sondern ja, aber die geschichtliche Entwicklung eines Konflikts, das war ja der Punkt, den ich gerne... Gorbatschow, der ins Feld geführt wurde, hat 2014 sehr klar gesagt, dass es gar kein Thema war seinerzeit, die NATO-Erweiterung, weil das überhaupt ausgediskutiert war. Also es ging damals darum, dass ein Baker und ein Genscher im persönlichen Gespräch gesagt haben, wenn es nach uns ginge, würden wir nicht erweitern. Aber, und das war damals schon klar, das ist Sache der Länder. Und wir haben damals die Charta von Paris gehabt, die Russen überhaupt nicht mehr erwähnen. Da geht es um freie Selbstbestimmung, freie Bündniswahl und Unversehrtheit der Grenzen. Und da müssen wir ehrlicherweise sagen, dass die Länder zwischen der Sowjetunion und später Russland und Deutschland ein ganz eigenes Sicherheitsempfinden hatten. Und deren größter Wunsch war, Mitglied der Europäischen Gemeinschaft zu werden und später der NATO. Und es war Deutschland, dass das ziemlich weit verzögert hat. Das 2%-Ziel stammt von uns. Und Angela Merkel hat 2008 und 2014 die Aufnahme der Ukraine in die NATO verhindert, zusammen mit Frankreich. Also alles, was wir Russland angeboten haben, ist bei uns als Schwäche ausgelegt worden. Und Putin hat ja trotzdem eskaliert. Georgien angegriffen, die Ukraine angegriffen. Also da sind diese Aussagen, die jetzt Herr Lafontaine treffen nicht mit der historischen Wirklichkeit überein. Und ich würde Ihnen gerne, Herr Lafontaine, eine Aussage von Wladimir Putin selber noch mal zeigen. 2004 war das, da war gerade das gesamte Baltikum. Ich wollte Mitglied nur einen Satz zu den Argumenten. Aber vielleicht nehmen Sie das mit in Ihre Argumentation mit Raketen, hinein. Notfalls atomar bestückt mit kurzen Flugzeugen. Das stimmt ja nicht. Das solange, ist okay, darf also ich dann, jetzt auch dann sagen, solange wir das nicht erkennen, können wir die Lage überhaupt nicht beurteilen. Okay, Sie sagen, das stimmt nicht. Ja, also ich war damals bei der Diskussion in der NATO mit dabei. Es ging um Flugabwehrraketen, zunächst in Rumänien und seit 2021, im letzten Jahr auch in Polen. Die sind aber gerichtet in Richtung des Iran. Und der Iran ist kurz vor der Nuklearwaffenfähigkeit. Es gab immer Angebote an Russland, hier gemeinsam etwas zu machen. Rumsfeld, da kann ich Herrn Lafontaine insofern recht geben, hat das irgendwann mal abgelehnt. Aber es gibt immer noch, auch von deutscher Seite aus, das hohe Interesse, dass das ganz offen dargestellt wird. Es sind keine nuklearen Raketen, es sind Flugabwehrraketen, die gegen den Iran gerichtet sind. Das ist aber überall nachzulesen. Und da braucht man nicht noch mal drauf verharren. Außer Ihnen glaubt niemand mehr, dass diese Raketen gegen den Iran gerichtet. Ich glaube, die Mehrheit das behauptet selbst die Mehrheit, USA. Nein. So, jetzt reden wir mal darüber, was Wladimir Putin gesagt hat. Und zwar 2004. Das war eben, wie versuchte gerade zu sagen, kurz nachdem das gesamte Baltikum der NATO beigetreten ist. Und er hat darauf folgendermaßen reagiert. Er hat gesagt: Hinsichtlich der NATO-Erweiterung haben wir keine Sorgen mit Blick auf die Sicherheit der Russischen Föderation. Und jedes Land hat das Recht, seine Sicherheit mit den Mitteln zu gewährleisten, die es für wirksam erachtet. Das Baltikum war Teil der Sowjetunion, anders eben als Polen, Tschechien oder Ungarn, die Teil des Warschauer Pakts waren. Das heißt, er hatte keine Sorge, wenn Sie jetzt sagen, das sei sein Motiv, ist das ein vorgeschobenes Argument? Nein, das hat er auch immer wieder erklärt, dass er natürlich nicht in erster Linie so ein Problem hat. Es könnte ja jetzt, Sie sehen das bei Schweden. Aber Sie haben vom Baltikum auch gesprochen. Schweden und Finnland, können Sie das genau studieren. Die Schweden und die Finnen haben gesagt, wir wollen in die NATO. Aber wir wollen keine Militäreinrichtungen in den USA, vor allen Dingen keine Raketenbasen bei uns, weil sie wüssten, dass sie sofort dann im Ziel
Zielgebiet der russischen Raketen sind. Und das ist der entscheidende Punkt, das muss man endlich sehen. Das ist viel wichtiger, als was auf dem Papier steht oder gesagt wird. Raketen sind Hardware, und wenn Raketen ohne Flugzeiten aufgestellt werden, bedroht man in unzulässiger Weise ein anderes Land. Niemals würden die USA so etwas zulassen. Und deshalb müssen wir lernen, was die USA zum Beispiel nicht akzeptieren. Das können sie nicht anderen Ländern zumuten. Das destabilisiert die Lage, stellen Sie sich vor. Ich habe früher gesagt, da ging es um die Pershing. Brezhnev ist noch nicht von der Toilette runter, da schlägt die Rakete im Kreml ein. Das geht nicht. So, wie ist es mit den Raketen in Kaliningrad? Ja, jetzt widersprechen Sie sich leider selbst, Herr Lafontaine. Die NATO hat nicht reagiert auf die Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen, die Kaliningrad seit etwa 2014 hat. Die haben eine Reichweite, die nicht weiter als bis Paris, London oder Berlin. Aber die sind in zwei Minuten sind die in Berlin, in drei Minuten in Paris. Die NATO hat weder konventionell noch nuklear reagiert. Das ist auch, was ich der deutschen Friedensbewegung vorwerfe, dass sie das nie thematisiert hat. Und wenn Sie sagen, dass diese Raketen massive Gefahr bedeuten, Sie sprechen Schweden, Finnland an, dann thematisieren Sie bitte auch die russischen Nuklearraketen, die in zwei Minuten in Berlin sind. Das ist ein Bedrohungspotenzial und das müssen wir mehr thematisieren. Und ich glaube, dass wir mehr Forderungen gegenüber Russland stellen sollen. Abzug dieser Raketen aus Kaliningrad, aber auch Abzug der russischen Truppen aus Transnistrien oder Georgien. Unabhängig von der Frage der Ukraine. Ja. Wir haben langsam es um uns zuziehen lassen durch Russland in den letzten 10 Jahren. Und jetzt würde ich ganz gerne noch mal eine Frage stellen. Das ist alles richtig, was Sie sagen. Aber es geht in erster Linie um die Raketen, die das Zentrum der Atommächte bedrohen. Also es geht nicht um Kaliningrad. Also es ist wurscht, wenn es Berlin ist, aber bedroht. Ja, ist ja in Ordnung. Es geht bei der Stabilisierung der Weltlage um Raketen, die entweder Washington bedrohen oder Moskau bedrohen oder Peking bedrohen. Frankreich hat Atomraketen, Großbritannien hat Atomraketen, da ist Kaliningrad. Es geht darum, dass die Zentren bedroht werden. Und wie gesagt, Herr Lafontaine, nächste Frage, ganz wichtig. Stellen Sie sich vor, das ist destabilisierend. Lassen Sie mich das Hauptargument, das müssen Sie schon zulassen. Das haben Sie gerade gesagt, es ist destabilisierend. Wenn Washington von Raketen bedroht ist, die eine Flugzeit von 5 Minuten haben. Ich habe es verstanden. Und trotzdem Das sind Flugabwehrraketen und keine Boden-Boden-Raketen. Ist das eine gute Rechtfertigung, ein anderes Land zu überfallen und ein Jahr lang mit Bomben, Raketen zu überziehen, wie Russland es jetzt mit der Ukraine tut? Ich bin gegen alle völkerrechtswidrigen Kriege. Also auch gegen diesen? Ja, gegen diesen völkerrechtswidrigen Krieg. Ich bin auch dafür, dass man diejenigen, die Verantwortung tragen, zur Rechenschaft zieht. Aber ein Grundsatz der westlichen Wertegemeinschaft muss sein, gleiches Recht für alle. Herr Röller hat darauf hingewiesen. Also die Frage ist ja ganz klar, rechtfertigt das diesen Angriff auf die Ukraine? Nein. Gut, was machen wir denn jetzt in dieser Situation, wo der Angriff auf die Ukraine ja seit einem Jahr überhaupt nicht nachlässt? Sie sind einer derjenigen, die das Manifest Ihrer Frau auch mit unterzeichnet haben. Das ist ein Stopp sozusagen von Waffenlieferungen, auch jetzt schon? Wenn Russland schießt? Jetzt zitieren Sie falsch. Deswegen in dem Manifest steht, die Eskalation von Waffenlieferungen soll die Bundesregierung stoppen. Das ist ja ein ganz anderer Punkt. Und da geht es um die Befürwortung etwa von Kampfflugzeugen, die Sie ja befürworten. Wir wollen nicht, dass Deutschland immer weiter in den Krieg hineingezogen wird und eines Tages wir nicht wissen, wieso es zu einem europäischen Krieg gekommen ist. Also die Eskalation, das steht in dem wörtlich dort, die soll gestoppt werden. Es ging um die Panzer. Es ist doch erkennbar, dass die USA versuchen, die Deutschen immer tiefer in diesen Krieg hineinzuziehen. Mhm. Weil Deutschland ist also auf europäischem Kontinent ein beachtlicher militärischer Faktor. Was sollen die Deutschen jetzt genau machen, Ihrer Meinung nach? Sie sollen beispielsweise nicht, das ist ein Streitpunkt zwischen uns beiden, Kampfflugzeuge liefern, weil das immer... Die Deutschen werden gar keine Kampfflugzeuge liefern, weil das immer... Weil sie keine haben. Weil sie keine haben. Ist das eine gute Nachricht? Ich weiß es nicht. Weil das immer weiter eskaliert und die Gefahr erhöht, dass der Krieg auf Europa überschwappt. Das muss uns doch interessieren. So, Herr Kiesewetter, Ihr Gesprächspartner. Wir können nicht leichtfertig immer wieder eskalieren und immer neue Waffen liefern. Und dann, dann verlängern wir den Krieg und verlängern das Sterben in der Ukraine. Ja. Das ist das entscheidende Argument. Das Sterben, wenn das das entscheidende Argument ist, kann sofort beendet werden, wenn Putin den Krieg beendet. Zweitens. Die Bundesrepublik Deutschland hat vom Juli bis zum Januar es abgelehnt, Schützenpanzer und Kampfpanzer zu liefern. In der Zeit hat Russland über 30.000 zivile Ziele
in der Ukraine zerstört. Das heißt also, die Eskalation ging von Russland aus. Deutschland hat quasi Russland eine Chance geboten, weil wir keine Kampf- und Schützenpanzer geliefert haben und Polen, Spanien und andere gehindert haben, daran Kampfpanzer zu liefern. Hat die Ukraine 7 Monate verloren. Und dann hat Russland nicht mit Verhandlungsbereitschaft geantwortet, sondern sehr klar gegenüber Burns, dem jetzigen CIA-Chef und früheren Botschafter in Russland, gesagt, wir haben schon 18%, wir kriegen das ganze Land, ihr seid schwach. Und das Entscheidende war, dass Deutschland dann doch bereit war, Kampf- und Schützenpanzer zu liefern und auch die Ziele geändert wurden. Vorher hieß es, die Ukraine darf nicht verlieren. Jetzt sagt unser Verteidigungsminister, die Ukraine muss gewinnen. Und gewinnen heißt, die Grenzen von 2013 wieder zu erreichen, also von vor dem Krieg. Aber es war deutsche Zurückhaltung, lieber Herr Lafontaine, und nicht Eskalation. Und wer Eskalation macht, das ist Russland. Und würden wir aufhören, Waffen zu liefern, würde Russland gewinnen und der Krieg würde, und das ist das, wo wir uns einig sind, würde sich ausweiten. Aber er würde sich deshalb ausweiten, weil dann der Krieg gegen Moldau und das Baltikum ausgeweitet würde, wie Putin es angekündigt hat. Sein Kriegsziel ist nach der Ukraine Moldau und das Baltikum. Unser Kriegsziel ist, nicht Kriegspartei zu werden und die Ukraine in ihren Grenzen wiederherzustellen aus eigener Kraft. Wir haben ganz kurz noch das Argument und dann geht es weiter. Weil Sie gerade sagen, dass das Moldau und das Baltikum wären dann die nächsten Ziele, ja. Dann wären wir Kriegspartei. Dann wären wir Kriegspartei, weil Moldau ist die Hälfte der Einwohner, hat einen rumänischen Pass. Rumänien muss dann entscheiden, wählen sie den NATO-Fall oder den EU-Fall. Aber dann würden wir Kriegspartei werden und das müssen wir verhindern. Und im Baltikum ist es eindeutig, weil das NATO-Staaten und EU-Staaten sind. Folgen Sie der Argumentation? Nein, ein Stopp nicht. Hier, damit es nicht weitergeht. Ich halte diese Argumentation wirklich nicht für vertretbar. Denn Sie sagen ja, die Krim muss zurückerobert werden. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Ukraine muss ihre Grenzen wiederherstellen. Selenskyj hat angeboten, dass die Krim unter internationale Aufsicht kommt. Und die russische Antwort auf sein Verhandlungsangebot war Butscha und Irpin. Das ist für mich wirklich neu. Und die Befreiung der Krim erfolgt nicht, indem wir auf der Krim kämpfen, sondern indem die Ukraine die russischen Versorgungslinien abtrennt und die russischen Truppen, 30.000, 40.000 dort, keine Munition und keinen Treibstoff mehr haben. Also das ist nicht eine Vernichtung der russischen Truppen auf der Krim. Und Selenskyj hat selbst angeboten, dass die Krim in internationale Verwaltung kommt. Aber es geht um die Grenzen. Das bedeutet, dass Russland die Krim nicht halten darf, sondern sie unter internationale Verwaltung kommt. So. Und jetzt das Argument, das ist ja wirklich wichtig. Und deswegen würde ich schon gerne wissen, was Sie dazu sagen. Also hier ein Stopp, damit es nicht ausgreift, eben nach Moldau oder ins Baltikum, wo wir Kriegspartei werden würden. Ich muss zunächst zum entscheidenden Argument der Krim. Das ist ja ein ganz entscheidendes Argument der Welt. Okay. Entschuldigen Sie. Kein Problem. Aber vielleicht machen Sie erst das eine und dann das andere. Es ist ja interessant, wenn Sie in der Krim einen anderen Standpunkt hier vortragen. Das ist kein anderer Standpunkt. Ja. Selenskyj hat es doch im September noch mal deutlich gemacht. Bisher war es Ihre Auffassung und der CDU, dass eben die Ukraine ihre Grenzen wiederherstellen muss. Richtig. Die Krim gehört dazu. Das ist ja kein Widerspruch. Klar gehört die Krim dazu, aber sie wird dort in der Krim leben keine ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mehr. Sie haben vorhin mehr gesprochen. In der Ukraine gibt es keine. Ich muss es sagen, ich hab ein bisschen die Zeit geguckt. Ja. Die sind ausgeglichen, die Herren, also es ist alles noch. Dann passt. Dann Sie wieder. Also, das ist ja eben eine Position, die ich für völlig verantwortungslos halte, weil sie nicht durchsetzbar ist. Ich beziehe mich hier auf Militärs, von denen ich glaube, dass sie das richtig einschätzen können. Ich nehme immer den höchsten US-Soldaten, General Milley, der in diese Richtung sich geäußert hat. Und deswegen, wenn wir sagen, wenn wir sagen, die Krim muss also zurückerobert werden und dann auch gar nicht fragen, was die Bevölkerung da sagt. Auch daher halte ich das für völlig daneben. Das halte ich für völlig daneben. Und diese militärische Rückeroberung der Krim, die auch Selenskyj ja immer wieder sagt, würde den Krieg in der Ukraine endlos verlängern. Und wer so etwas sagt, trägt dann die Verantwortung dafür, dass noch Hunderttausende sterben. Das halte ich für fatal. Und nicht vertretbar. So, Hunderttausende sterben. Und trotzdem, darf ich von der Krim wieder auf die Frage kommen? Und das finde ich schon noch. Die Krim gehört zur Ukraine, aber zunächst vermutlich unter internationale Verwaltung, weil dort keine Ukrainer mehr leben, weil sie vertrieben wurden. Der Punkt, den ich gerne mit Ihnen diskutieren würde, ist der, den Herr Kiesewetter gerade gemacht hat. Wenn wir da nicht eingreifen, geht es weiter auf die Moldau und es geht weiter möglicherweise ins Baltikum. Und dann haben wir den Fall, in dem wir Kriegspartei werden. Gilt das Argument in Ihrer Welt auch? Zum Beispiel ins Baltikum, das halte ich für absurd. Das hieß ja, die NATO würde zu ihren Verpflichtungen nicht stehen. Das hieße also, Putin würde sich mit dem mächtigsten Militärbündnis der Welt anlegen. Das halte ich für absurd. Ja. Und Moldau? Georgien? Georgien, da kenne ich mich besser aus, da ich also sehr intensive Kontakte zu Georgien hatte. Georgien ist jetzt in einer politischen Debatte
deren Ende man nicht richtig erkennen kann. Die Georgier wollen zu Europa, mhm, und man sollte die Georgier dabei unterstützen. Aber die Georgier müssen natürlich ebenfalls akzeptieren, dass nicht US-Militärbasen an der russischen Grenze errichtet werden. Also kurz gefasst, Sie halten das Argument für nicht valide, dass Putin nach der Ukraine weitergehen würde. Ganz klares Nein. Sie hatten mich gefragt nach dem Baltikum. Nach Georgien, da bin ich sicher, Moldau. Also dort, wo eben NATO-Truppen sind, wird es also keine Ausweitung geben. Im Übrigen glaube ich, Moment. Ich würde an Sie gerne die Frage stellen wollen, was passiert denn tatsächlich, weil die Slowakei und Polen wollen jetzt die Kampfjets tatsächlich liefern. Ist das ein Moment, und bei den Briten haben wir heute gehört, dass sie offenbar, das nennt sich panzerbrechende Munition einsetzen wollen, die ist mit abgereicherten Uran bestückt, was die russische Seite so kommentiert, das sei die atomare Kollision mit dem Westen, würde näher rücken dadurch. Wie groß ist die Gefahr, dass bei einem Fortschreiten des Krieges dann das eintritt, was Herr Lafontaine meint, nämlich das Übergreifen, mhm, und das Eskalieren, also auch auf andere Länder? Das Übergreifen auf andere Länder wäre der Fall, wenn Russland in der Ukraine erfolgreich wäre. Wenn es einen Diktatfrieden gäbe oder eine Waffenstillstandslinie Kiew-Odessa. Noch mal, wenn die sich atomar provoziert fühlen. Das wäre das ja ist keine atomare Provokation. Das geht hier um Hartkernmunition. Die Russen haben Millionen solcher Munitionsteile. Die haben einen Hartkernteil, ein Eisenteil, ist dreimal so leicht wie so ein Urankernteil. Das ist abgereichertes Uran, das ist ein Schwermetall. Ja? Deutschland hat diese Munition nicht. Das haben wir in den 90er Jahren abgeschafft. Aber das haben die Russen millionenfach. Die Briten, glaube ich, überlegen jetzt so eine Lieferung. Das ist einfach leichter, um panzerbrechende Munition einzusetzen. Aber das ist keine nukleare Eskalation. Das ist abgereichertes Uran, das ist ein Schwermetall. Okay. Das ist im Rahmen Russlands setzt das ein in der Ukraine. Das ist tatsächlich Alltag dort. Also Sie bitter, so bitter die Gefahr ist. Der Eskalation finde ich groß. Die Eskalation ist dann groß, wenn die Ukraine zerfällt, Millionen Ukrainer das Land verlassen. Unsere Bevölkerung, die einen wahnsinnigen Einsatz leistet, da muss man auch mal unserer Bevölkerung Danke sagen, die über 1 Million Ukrainer aufgenommen haben und unterstützen. Wenn dann noch mehr Ukrainer kommen und dann die Russen sich erholen, Kriegsverbrechen hinter der Waffenstillstandslinie ausüben, wie sie es ja jetzt auch machen, und dann Moldau angreifen. Das ist erklärtes russisches Ziel. Russland möchte die alte russische Föderation wiederherstellen, im Sinne der Sowjetunion, und zwar mit den ehemaligen Sowjetrepubliken. Und dazu gehört nun mal Weißrussland und die Ukraine und Moldau und die baltischen Staaten. Und Russland sagt, Verhandlungen, Herr Lafontaine, wird es erst dann geben, wenn die Ukraine die neuen territorialen Realitäten anerkennt. Und das heißt, 4 annektierte Gebiete sind in Zukunft russisches Gebiet. Sie sagen immer, man soll mit Putin verhandeln. Halten Sie das für eine gute Grundlage für Verhandlungen? Also ich kenne diese Aussage, so wie Sie gesagt haben, nicht. Es wird ja immer gesagt, Putin wolle nicht verhandeln. Jetzt wird wieder erklärt, er wolle doch verhandeln, also nach dem Besuch des chinesischen Präsidenten. Ich kenne ja auch die Geschichte, die dann immer abgestritten wird, des Frühjahrs, wo es Verhandlungen gab, die auch relativ weit gediehen waren. Wollen wir eben heute bleiben? Und jetzt weil über gibt das Frühjahr haben es immer wieder Abkommen, geredet. Etwa das Getreideabkommen. Das sind ja Verhandlungen, denen Putin zustimmen muss. Insofern ist die Propaganda, die er ständig wiederholt wird, Putin wolle nicht verhandeln. Die Propaganda, die Putin würde nicht verhandeln, ist objektiv falsch. So, Herr Peskow, das ist der Sprecher von Putin, hat gesagt, wenn es zu Verhandlungen kommt, muss die Ukraine diese territorialen Realitäten anerkennen. Das ist eine öffentliche Aussage und sie wird eigentlich jede Woche noch mal wiederholt. Ja, also, wenn es zu Verhandlungen kommt, werden Sie das fordern. Das ist was ganz anderes. Sie haben es aber nicht als Bedingung. Doch. Also, sonst bräuchten Sie ja auch nicht zu verhandeln. Das ist ja genauso. Das ist genauso. Wir würden also als Bedingung sagen, die Krim muss zurückgegeben werden. Dann kommt die Sache nicht weiter. Ja. Und bitte stellen wir sich mal vor, wer da alles leidet. Die Menschen, die dort leiden, die täglich sterben, die Familien, mhm, die Frauen, die ihre Männer verlieren. Und zwar nicht nur in der Ukraine, auch Russen, die tun mir genauso leid. Ich stelle mir vor, wie es in diesen Familien ist, die Kinder, die ihre Väter verlieren. Das müssen wir doch beenden. Das können wir nur mit Waffenstillstand und Verhandlungen und nicht mit immer weiteren Waffenlieferungen. Ihr Argument, die Ukraine ist auf der schwächeren Seite. Die Ukraine ist die angegriffene Nation. Das Völkerrecht ist gebrochen worden. Und die Ukraine hat gegen jeglichen Einschätzungen am Anfang das überstanden. Und es ist unsere Aufgabe zu verhindern, dass das Nachahmer findet, dass ein Iran den Irak überfällt, dass China Taiwan einverleibt, dass das Modell, einfach jemand anzugreifen, nukleare Angst zu verbreiten, irgendwas wird schon übrig bleiben und dass dann Teile für so eine Aggression zu Russland gehören. Das müssen wir stoppen. Das kann kein politisches Modell sein. Sie haben völlig recht. Aber das nützt jetzt nichts. Die Glaubwürdigkeit steht und fällt damit, ob wir
bereit sind, zu begreifen, dass wir Kriegsziel Russlands sind, aber nicht Kriegspartei werden wollen. Wenn es uns gelingt, dass der Krieg auf die Ukraine begrenzt bleibt und die Ukraine ihr Territorium wiederherstellen kann, in diesem, im nächsten Jahr, und Russland ist in einem furchtbaren Abnutzungskrieg, die russischen Minderheiten sterben, es sterben doch kaum Russen. Die russischen Offiziere, die treiben ihre Soldaten aus den ethnischen Minderheiten in furchtbaren Krieg. Ja, aber Waffenstillstand bedeutet Festpressen. Warum sind Sie nicht für Waffenstillstand? Weil ein Waffenstillstand nicht zulasten der Ukraine gehen darf. Also. Ein Waffenstillstand ist auf dem Territorium der Ukraine. Und das würde bedeuten, dass Russland diese Besetzung fortsetzt, die Kriegsverbrechen fortsetzt. Es sind Zehntausende Kinder entführt worden mit neuem Geburtsdatum und neuem Namen in Russland zur Adoption freigegeben. Da muss man begreifen, ich war bei Selenskyj, ich saß in Kellern unter Beschuss in Kiew. Ich habe das selbst erlebt. Ich war dreimal während des Krieges dort. Und ich muss sehr deutlich sagen, was dort die Menschen mitmachen, die wollen nicht unter das russische Joch. Für die ist die Freiheit viel wichtiger als ein Diktatfrieden oder ein Waffenstillstand. Sie wollen ihr Land zurückhaben, weil sie wissen, dass dort furchtbare Verbrechen geschehen, wo die Russen es besetzt halten. Darf ich noch eine? Dann können wir ein Ergebnis festhalten. Sie sind nicht für Waffenstillstand, ich bin für Waffenstillstand. Ich bin für Frieden und Freiheit für die Ukraine. Ja, ich weiß, ja. Wir sind das ist ein Ziel. Er hat eine andere Definition von dem, was Waffenstillstand bedeuten würde. Wir müssen jetzt das Sterben beenden und das ist der entscheidende Unterschied zwischen uns beiden. Halten wir fest. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass man angesichts des Leids in der Ukraine nicht für einen sofortigen Waffenstillstand wirbt. Er hat eine andere Sicht auf das, was Waffenstillstand bedeutet. Ich sage noch mal, Sie haben das Manifest Ihrer Frau unterschrieben. Das bedeutet, dass keiner mehr stirbt. Und das sagte er gerade, bedeutet es nicht. Wir lassen es bei dieser Differenz. Ich muss Ihnen eine Frage stellen, weil Ihre Frau auch hier gesprochen hat über die neue Partei. Da lacht er schon. Die neue Partei, lachen, ja. Die sie gründen möchte. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass Sie aus der Linkspartei ausgetreten sind. Sie wären also frei. Machen Sie denn da mit bei der neuen Partei? Sehen Sie, jetzt, das war eine sehr intelligente Frage, um mich aufs Glatteis zu führen. Gar nicht. Aber ich bin ja doch jemand schon lange im Geschäft. Sollte die neue Partei gegründet werden, können Sie mir die Frage wieder stellen. Okay, ich komme gerne in diese. Ich habe einen ehemaligen Parteichef, der mit Ihnen Die Linke geführt hat, den ich ganz kurz Ihnen zeigen möchte mit einer Bitte, die er richtet an Frau Wagenknecht, glaube ich. Eins geht nicht, dass wir uns monatelang mit dieser Frage beschäftigen und uns nicht inhaltlich konzentrieren auf die Dinge, die notwendig sind. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn Leute das vorhaben, dann sollen sie es schnell machen und sollen nicht die Partei ewig quälen. Der Mann hat recht. Also und das heißt? Ich bin aber nicht Beteiligter. Der Mann hat recht, man kann sich ewig mit dieser Frage beschäftigen. Gut. Da haben Sie auch schon zugestimmt. Lassen wir es dabei und gucken, was passiert. Und die wichtige Frage wäre eben, das Morden in der Ukraine zu beenden. Darüber haben wir heute gesprochen. Dass die Ukraine ihre Souveränität wieder gewinnt und die Kriegsverbrechen geahndet werden. Sie haben eine andere Position. Sehr unterschiedliche Meinungen. Vielen Dank, dass Sie beide Ihre Meinungen und Ihre Sicht auf diesen Krieg hier kundgetan haben. Dankeschön, Oskar Lafontaine. Vielen Dank. Roderich Gieselecker.